ist wirklich unglaublich. Die haben die Bewegungsprofile immer noch nicht fertig. Die Kollegen meinten, es wäre ja Wochenende. Wochenende? Die haben schon ewig kein Wochenende mehr gehabt. Die haben schon ewig kein Spiel der Fortuna mehr gesehen. Ja, die sind aber auch nicht so gut, oder? Oder doch? Also auf jeden Fall hat die Rechtsmedizin angerufen und die haben gesagt, das stimmt. Also der Todeszeitpunkt lag irgendwo zwischen 23 und 1 Uhr. Gerade noch mal gerettet. Hallo? Ich bin im Keller, ich bin gleich da. Naseband von der Kripo, willkommen zu Ihnen runter. Hallo Frau Kempe, meine Kollegin Alexandra Rietz. Guten Tag. Ich räume schon den ganzen Morgen hier im Keller rum. Ich muss mich irgendwie beschäftigen, sonst halte ich das nicht aus. Das kann ich verstehen. Ich habe auch eine Tochter, aber die ist noch klein. Zeige ich Ihnen mal was. Schauen Sie mal, ich habe ein Bild von ihr. Da war sie 5. Oh ja, hübsches Mädchen. Ja, das war sie. War bestimmt eine schöne Zeit, oder? Ja, gemischt. Der Mario, der war damals schon so eifersüchtig. Sobald ich Helen auf dem Arm hatte, da hat er geschrien wie am Spieß. Und er hat sich erst wieder beruhigt, wenn man ihn auch auf den Arm genommen hat. Ja, aber ist ja öfter so, oder? Wenn Kinder Konkurrenz kriegen. Ja, aber das wurde immer schlimmer. Und als ich dann im Schulalter auch noch herausstellte, dass Helena meine Gabe geerbt hatte und Mario nicht, da war es vorbei. Von da an haben die beiden nur noch gestritten. Und jetzt, im Erwachsenenalter, wie haben die beiden sich da verstanden? Es war genauso. Helena hat versucht, ihre Fähigkeit erst zu verdrängen. Ich kenne das, ich habe das auch versucht. Wissen Sie, Hellsehen ist nicht nur ein Segen, das kann auch ein ziemlicher Fluch sein. Aber als Sie jetzt Ihre Vision hatten, sind Sie da nicht direkt auf Ihre Tochter gekommen? Ich meine, allein schon wegen dem Tattoo mit dem Halbmond? Nein, das kannte ich nicht. Das muss neu sein. Und das muss sie gegen meinen Willen machen lassen haben. Die wusste, dass ich strikt gegen Tattoos bin. Aber Helena, sie hatte so manches Geheimnis. Nicht nur vor mir. Vor wem denn noch? Ja. Jo, Philipp, was hast du? Mama, wo bist du? Was? Wir sind hier im Keller. Kann ja gar nicht wahr sein. Oh, hallo. Gibt's was Neues? Alles klar, ich melde mich wieder, ja. Okay, ciao. Ja, es gibt was Neues. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, Ihre Schwester ermordet zu haben. Das kann nicht sein, ich habe nichts getan. Ihr Handy hat sich zur Tatzeit am Leichenfundort eingeloggt. Und kurz vor Mitternacht haben Sie noch versucht, Ihre Schwester zu erreichen. Das kann nicht sein, ich habe mein Handy auf der Party verloren. Ja, sicher. Mitkommen. Ich habe nichts getan, Mama, wirklich. Ich habe nichts getan. Ich habe meine Schwester nicht getötet. Und ohne einen Anwalt sage ich jetzt eh nichts mehr. Ja, ganz wie Sie wollen. Dann warten Sie hier einfach auf Ihren Anwalt. Und wir sprechen später. Ach, guck mal hier. Hier im sozialen Netzwerk sind neue Fotos von der Party hochgeladen worden. Mario ist verlinkt. Moment mal, mach mal zurück. Noch eins. Genau das. Guck mal daneben. Die Uhrzeit? Ja. 0.23 Uhr. Ja, dann kann das ja gar nicht gewesen sein. Wir müssen auch rauskriegen, wer dieses Mädchen ist und sie befragen. Wenn sie ihm natürlich ein Alibi gibt, dann ist er raus. Dann müssen wir ihn laufen lassen. Und was glaubt ihr? War er's? Ich kann leider noch nicht hell sehen. Und Robert, du? Was glaubst du, war er's? Keine Ahnung. Hier, guck mal. Da lebt sie noch. Wir müssen auch rauskriegen, wer er hier ist. Er war vielleicht der Letzte, der mit ihr gesprochen hat. Guckt euch mal das Foto an. Fällt euch irgendwas auf? Was meinst du? Mit den Armen da unten. Guck mal, der Zeigefinger, als ob sie auf irgendwas... Zeigt! Du hast recht. Ja. Ja, stimmt schon. Alex, komm. Wir fahren noch mal zum Schrottplatz. Schauen uns da noch mal ein bisschen um. Und du schickst uns die Bilder bitte aufs Handy. Ja? Also hier hat sie gelegen. Warte, ich habe die Tatortfotos mit.
Also. Hier hat sie gelegen, siehst du? So. Da hat sie hingezeigt. Da habe ich noch ein besseres Foto von. Da. Mhm. Dahin. Warte. Da, LKW. Ja, komm, gucken wir mal. Ich habe auch ein gutes Gefühl, dass wir was finden. Bist jetzt auch unter die Hellseher gegangen? Weibliche Intuition, verstehst du nichts von. Nee, das sind doch alles Hexen, ne? Komm her, Alex. Ja? Ach. Ein Messer mit Gravur. Das ist mit Sicherheit das Messer, von dem Frau Kempe gesprochen hat. Drei parallele Striche. Sieht aus wie ein Buchstabe, wie ein E, oder nicht? E wie Eddie, der Freund der Toten. Ja. Und der Bruder der Toten hat gesagt, dass sie diesen Eddie irgendwie nicht mehr leiden konnte, weil er so geklammert hat. Er ist auch um 22 Uhr von der Party abgehauen. Sie ist da geblieben. Das letzte Foto war mit einem anderen Typen. Der Streit der beiden, das könnte der Schlüssel sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Messer muss sofort zur Spurensicherung. Vielleicht sind da ja noch Fingerabdrücke drauf oder so. Ja, sowieso, aber ich bezweifle, dass da Fingerspuren drauf sind. Ich meine, wenn er sich die Arbeit macht, die Frau hier tot hinzubringen, dann schmeißt er doch kein Messer mit Fingerspuren hier rein. Wir brauchen sein Geständnis. Wir haben ganz gute Nachrichten. Wir haben uns noch mal ein bisschen am Tatort umgesehen. Und die gute Nachricht ist, wir haben die Tatwaffe gefunden. Das ist genau das Messer aus meiner Vorhersehung. Und Sie auch mal sehen, Eddie? Ja, ist halt ein Messer. Ja. Ihr Messer? Da ist sogar Ihr E drauf. Mein Messer? Nein, ich habe kein Messer. Helena hat mir mal erzählt, dass du ein Messer hast, Eddie. Sie fand das gar nicht gut. Ist das das Messer? Eddie? Hör auf. Hör auf, mich so anzustarren! Du verrückte Alte! Du bist ja noch verrückter als deine Tochter. Die hat auch immer gedacht, sie könnte durch mich durchgucken. Du warst das. Du hast sie umgebracht. Wie konntest du das nur tun, Eddie? Warum? Weißt du was, Ilse? Deine Tochter ist was ganz Besonderes. Ein ganz besonders hinterhältiges Miststück. Sie hat mit jedem Typen auf der Party rumgeflirtet. Und es war ihr scheißegal, wie ich mich dabei fühle. Hatten Sie deshalb Streit auf der Party, weil sie geflirtet hat? Vielleicht mit diesem jungen Mann hier? Da gibt's sogar Beweise. Sie hat mich lächerlich gemacht. Sie waren sauer. Sie waren sauer, weil Sie sich mit dem anderen Typen gesehen haben. Und haben deswegen Marios Handy gestohlen und Sie damit angerufen. War es so, Eddie? Du verdammtes Miststück! Ich hab doch genau gesehen, wie du dich an den Typen reingemacht hast. Ich glaub's nicht! Hast du mich ernsthaft heimlich beobachtet? Du hast sie doch nicht mehr alle! Das war's. Ich mach Schluss. Das war's, ja. Ich wollte nur, dass sie still ist. Ich habe sie ins Auto gepackt und zum Schrottplatz gefahren. Aber da hat sie noch gelebt. Und du hast sie einfach in den Dreck geschmissen. Aber sie war ein cleveres Mädchen. Und hat, während sie gestorben ist, noch auf die Tatwaffe gezeigt. Auf dein Messer, Eddie. Du bist vorläufig festgenommen. Du wirst dich vor dem Haftrichter verantworten müssen. Hände auf den Rücken. Frau Kempe, wir werden dafür sorgen, dass Mario so schnell wie möglich entlassen wird. In spätestens einer Stunde ist er da. Los, raus. Der Marion, der war unschuldig. Der hat Helena geliebt, das weiß ich. Ja. Eine Sache noch. Warum ich? Warum Sie? Ja, also von allen Skeptikern dieser Welt bin ich einer, der für solche Dinge eigentlich wenig empfänglich ist. Also, warum ich? Ich weiß es nicht.
Manche Dinge kann man nicht erklären. Ja. Manche Dinge muss man vielleicht einfach glauben.